Hallo Freunde, erst einmal herzlichen Dank für all eure Freundschaften, für eure Abos und Likes. Ich möchte auch denen danken, die mir damals verholfen haben, überhaupt Fortnite zu spielen. Das wären Zürren, Sinan und André. Ich danke euch. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages wirklich viele Freundschaften und viel Spaß habe. Aber es ist so gekommen. Es ist auch so gekommen, wie ich es damals vor 7 Monaten in meinem ersten Video gesagt habe. Ich spiele Fortnite, um mit euch und für euch Aufgaben zu erledigen. Ich bin für euch da, auch mal, wenn es darum geht, ein offenes Ohr für euch zu haben. Und ja, das wird oft gebraucht. Manchmal für Kleinigkeiten, manchmal auch für ganz ernste Themen. Und ich bin froh, dass meine Community mir geholfen hat, ein Discord zu eröffnen. So, wir haben diesen Discord eingerichtet. Dieser Discord ist für euch alle. Ihr seid alle herzlich eingeladen, teilzunehmen, beizutreten. Wir spielen Scribble.io, wir unterhalten uns. Das hat nicht damit zu tun, ob wir Fortnite spielen oder irgendwelche anderen Spiele, sondern einfach ein Ort, wo man, hey, auch mal ein bisschen plaudern kann. Egal ob jung, ob alt, Mädchen, Junge, Mann, Frau, spielt alles gar keine Rolle. Denn jeder ist willkommen. Also, schaut doch mal vorbei. Wie gesagt, ich muss mich ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken. Mir fehlen teilweise gerade die Worte, weil ein Gefühl in Worte zu fassen, ist schwierig. Wenn ich euch diese Wärme zeigen könnte, würde ich es machen. Es geht leider nicht. Aber sie ist ehrlich. Natürlich, ich bin auch oft beleidigt worden in Fortnite. Aber gut, mag sein, weil ich so alt bin. Ich 43 bin. Andererseits kann ich aber dazu nur sagen, ich zwinge euch nicht mit mir zu spielen. Meine ganze Community zwingt euch doch nicht. So, ich habe Freunde in jeder Altersgruppe. Ja, auch Erwachsene. Mir ist aufgefallen, viele Erwachsene in Fortnite bleiben einfach stumm. Warum? Ganz klar, die haben keinen Bock darauf, von euch beleidigt zu werden. Also nicht von dir oder von dir, sondern von irgendjemandem. Da haben die keine Lust drauf. Und darum haben sie sich stumm gestellt. Schade, aber ist so. Darüber solltet ihr vielleicht mal nachdenken, vielleicht mal wieder ein bisschen auf den Teppich zurückkommen. Auch wir, die wir etwas älter sind, mögen spielen, warum nicht? Ist doch nichts Falsches dabei. Wir können Spaß haben, wir können schwitzen, nur ich nicht. Ich schwitze nicht. Also, ich bin ja, wie ihr alle wisst, Jakobian 1976, Stefan. Für viele bin ich auch der alte Sack. Aber okay, ist doch Spaß, Leute. Lächelt ein bisschen mehr, habt mehr Spaß. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin reinschaut, wenn ihr abonniert oder liked. Und wenn nicht, okay, ist auch nicht schlimm. Aber kommt in unsere Community, kommt in unseren Discord. Ihr seid willkommen. Ein jeder von euch. Ob du, du, du oder du.
Kommt einfach rein. Ihr werdet mit offenen Armen empfangen. Also, noch einmal. Vielen Dank für über 300 Abonnenten und über 1600 Freunde in Fortnite. Das ist eine Leistung. Und dafür danke ich euch. Bis bald. Euer Stefan, euer Jakobia 1976 oder einfacher gesagt, der alte Sack. Bis bald.